Seid ganz herzlich gegrüßt zu einer neuen Ausgabe Collectors Box Kiosk hier bei Telekom. Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid. Freunde, heute gucken wir uns die Ausgabe 2. März 1995 des Club Nintendo Magazins an. Ihr seht schon am Cover, ne? Es wird archäologisch mit Marios Picross. Mega Man 5 ist am Start und ansonsten Illusion of Time, Pac-Man 2 und die Schlümpfe sind wieder da. Wir legen direkt los. Das Heft ist, soweit ich gesehen habe, vollständig im schönen Zustand. Das letzte Heft hatte ja so seine Problemchen, ne? Haben so ein paar Seiten gefehlt, aber ja, das, ja, schade, kann passieren. Naja gut, hier geht's auf jeden Fall schon mal, guck mal, im Jahr 1 vorm Ultra 64 sind wir, ne? Doch wir vertreiben uns die Wartezeit auf die N64-Bit-Konsole, auf die 64-Bit-Konsole von Nintendo nicht mit Spekulationen über das Videospiel der Zukunft, sondern mit einem Blick auf die Spiele-Highlights aus der Gegenwart. Genau, wir sind also im Jahr 95 und es wird gnadenlos gut. Ne? Das sehen wir hier schon, viel Specials, Super Nintendo ist gut besetzt, alles da. Die Mailbox steht an. Was haben wir denn hier für Fragen? Bei Donkey Kong Country sagt doch manchmal der Cranky am Ende, ja ungefähr so groß wird es sein. Was meint er damit? Antwort, wer weiß das schon? Cranky ist ja nicht mehr der Jüngste und manchmal brabbelt er eben ziemlich merkwürdige Sachen daher. Also die Club Nintendo Redaktion weiß es wohl nicht. hier haben wir einen schön gebackenen Block, sieht sehr schön aus. Und hier ist das Foto des Monats. Hier spielt der kleine Martin Tetris auf der Toilette. Prima. Dann sind wir auch schon bei Illusion of Time. Wurde ja in der letzten Ausgabe schon angekündigt. Ne? Da kommt was auf uns zu mit der schönen Big Box und so weiter. Es ist soweit. Nach unserem Preview in der letzten Ausgabe stellen wir euch heute Illusion of Time im Detail vor an der deutschen Übersetzung. Der Bildschirmtext wird bereits auf Hochtouren gearbeitet. Ja, da gab es damals noch schöne Übersetzungen, ne? Da wurde noch ein bisschen freier übersetzt. Wir kennen ja die ganzen Lindenstraßen-Stories, ne? Ihr wisst, was ich meine. So, das Abenteuer beginnt. Die ersten Geheimnisse warten. Die Stadt Südkap. Ja, wird natürlich auch wieder alles so ein bisschen gezeigt. Von oben hier mit der Kartenansicht. Immer schön, immer gelungen. Macht Lust auf mehr, ne? Diese Dungeons hier zu erkunden. Ja, da wartet auf jeden Fall... da erwartet uns ein schönes Rollenspiel. So, hier ist noch mehr davon. Und dann gehen wir auch schon weiter, ne? Zu Marios Picross, Freunde. Nachschub für Puzzle-Freaks. Begebt euch unter die Archäologen und legt die geheimnisvollen Symbole früherer Kulturen frei. Mögt ihr Kreuzworträtsel, liebt ihr Bilderrätsel? Und was haltet ihr von einer echten Herausforderung? Ja, Marios Picross, schönes Spielchen. Konnte ich vor kurzem auch auf einer Börse tatsächlich in die Sammlung aufnehmen. Habe eine sehr schöne Version davon gefunden in OVP. Hatte ich gar nicht auf dem Schirm, aber es lag da so und hat mich angelacht. Und dann bin ich noch mit dem Händler, mit dem Verkäufer ins Gespräch gekommen. Und ja, haben wir einen schönen Deal ausgehandelt. Und so ist das Spiel dann auch OVP in der Sammlung gelandet. Aber natürlich habe ich das früher schon gespielt. Ein großer Spaß. Ne? Marios Picross kann man Stunden mit verbringen. Toller Rätselspaß. Auch für den Super Game Boy ein bisschen angepasst. Ne? Mit einem eigenen Hintergrundbild. Gab eine Menge Level hier zur Auswahl. Gab viel so Rätseln auf jeden Fall. Dann geht's mit, wow, das ist bunt, Pac-Man 2. Das wird ja auch schon in der letzten Ausgabe ein bisschen gezeigt. Das ist ein bisschen unglücklich hier mit dem Hintergrund. Man kann es gar nicht so gut lesen, finde ich. Ne? Hätte man vielleicht die Farbe noch vom Hintergrund ein bisschen rausnehmen müssen. Na gut, wir arbeiten mit dem, was wir haben und was die Redaktion uns da zur Verfügung gestellt hat. Pac-Man 2 habe ich nie gespielt. Ich sehe aber hier mit so einem Cursor arbeitet man da. Man hat wohl Pac-Man nicht direkt gesteuert. Zeigt Pac-Man, wo es lang geht. Ne? Also man hat ihn wohl an den Ort geklickt, wo er hinlaufen soll, wo er was untersuchen soll. Ja, ist okay bestimmt. Ich weiß nicht, wie das Spiel so ist. Ne? Vielleicht wisst ihr da mehr. Sieht auf jeden Fall grafisch schon hübsch aus. Ne?
hat man schon Schlimmeres gesehen. Es sind auch mehr Pac-Man, hier die Miss Pac-Man, ne? Baby Pac-Man auch am Start. Pac-Man kehrt zurück. Die Häuser, der Park, die Station. Ne? Verschiedene Abschnitte natürlich wieder. Superhelden Pac-Man. Oder wie heißt der? Bin ich nicht so drin. Various Woods, da bin ich schon eher drin. Ne? Schöner Puzzler hier fürs Super Nintendo. Ich glaube, im letzten Heft wurde die NES-Version gezeigt. Hier sind wir jetzt schon bei der Super Nintendo, beim Super Nintendo-Ableger. Vergesst Dr. Mario, jetzt komme ich, Wario, der Puzzle King. Also, es geht los. Die berühmten Vorbilder von Various Woods, Pack Attack und Tetris und Dr. Mario. Ne? Er hat es also dreist kopiert. So, da haben wir schon die ersten Duelle. Cazzini, Galrock und so weiter. Ne? Von Runde zu Runde gegen die Uhr. Verschiedene Spielmodi werden natürlich wieder gezeigt. So, und dann sind wir bei Kid Klown in Crazy Chase. Hatten wir auch schon in der letzten Ausgabe. Hab's ja auch vor kurzem das erste Mal gespielt. Und ja, ganz kurzweiliger. Ich nenne es mal ein früher Autorunner ist das. Ne, aus isometrischer Ansicht muss man halt hier so ausweichen und ja, ganz solide. Aber schöne Grafiken auf jeden Fall. Und ist gar nicht verkehrt für eine schnelle Runde. So, Level 4. Ich glaube, das Spiel hat tatsächlich nur 5 Abschnitte. Hier sind wir schon beim vierten. Dann kommt im nächsten Heft vielleicht noch der finale Abschnitt. Wenn wir etwas Glück haben, ne? Die Schlümpfe wieder am Start. Wieder für Super Nintendo hier. Schaut mal hier. Ganz, ganz viele Schlümpfe da unten. Das ist schon liebevoll gemacht, ne? Kann man gar nicht meckern. So, Akt 4, der Schwarzwald. Ah, im Schwarzwald sind wir angekommen. Hallo, ich bin der Schlumpf, der immer ein Geschenk mit sich herumträgt. Dieser Ast hier stört total. Ich komme mir vor, als hätte ich ein Brett vorm Kopf. Endgegner. Das Schnappding. Okay. Und dann sind wir hier bei der Hotline. Was haben wir denn hier? Rot unterstrichen. Wie ihr sicher schon wisst, warte mal, ich hole jetzt mal ein bisschen hier ran, dass man das vielleicht ein bisschen besser sieht hier oben. Wie ihr sicher schon wisst, ist unsere Telefonhotline für Probleme zuständig. Über den Spielen habe zum Beispiel über Fragen zu den Endgegnern oder bei kniffligen Stellen, an denen es scheinbar nicht mehr weitergeht. Täglich gehen Tausende von Anrufe ein und unsere Spieleberater helfen euch bei den schwierigsten Situationen weiter. Geheime Cheats oder Passwörter werdet ihr am Telefon zwar nicht erfahren, dafür werden euch aber alle spieltechnischen Fragen beantwortet. Wir haben unsere Köpfe mal wieder rauchen lassen, die grauen Gehirnzellen in Schwung gebracht und uns dazu entschlossen, eine neue Rubrik mit den häufigsten und interessantesten Telefonanfragen zu veröffentlichen. Dieses Mal werdet ihr Fragen und Antworten zu 5 verschiedenen Super Nintendo Spielen vorfinden, die zurzeit am Telefon zu den Rennern gehören und zu denen sehr viele Fragen eingehen. Wo dann auch die Berater einfach sagen, oh nein, nicht schon wieder diese Anfrage am Telefon, es nervt. Ah, druck doch da mal was ab, dass die ganzen Kerle da nicht mehr anrufen. So hat man das damals bestimmt erörtert. Genau. So, die Trickzone natürlich hier mit jetzt wie angekündigt mit den häufigsten Fragen, die bei der Nintendo Hotline eingegangen sind. So, Secret of Mana ist auch wieder am Start. Freunde, wen hat's überrascht? Mich nicht. Da ist es wieder und wir sind erst bei der Halbzeit. Heißt es etwa, die nächsten 100 Ausgaben gibt es auch noch Secret of Mana? Wir werden sehen. Ja, soll man sagen, ne? Hatten wir alles schon. Die weiteren Abschnitte werden gezeigt, weitere Gegner werden gezeigt. Diesmal aber nur wenige Seiten und es geht weiter zu Super Punch-Out. Schluss mit lustig. Der Mad Clown und Super Macho Man ist da. Da geht's voran. Ne? Super Punch-Out, schönes Spiel. Fehlt hier was? Muss gerade mal gucken. 48, 49, Seite 50. Ne, es geht wunderbar weiter mit Klötzen und Pillen zum Erfolg. Strategieklassiker Tetris und Dr. Mario sind echte Evergreens, absolut. Puzzle Action, ein Widerspruch in sich, nicht für Kenner der zwei Nintendo-Klassiker. Genau, großartige Spiele.
geht immer, ne? Früher auf eine schnelle Runde auf dem Klo, ne? Konnte man Tetris zaubern. Dr. Mario, auch immer gut. Wobei ich sagen muss, Tetris ist schon der absolute Platzhirsch. Ne? Muss man schon sich eingestehen. Da kommt der Dr. Mario vielleicht nicht so ganz ran. So, Las Vegas blickt in die Zukunft. Nintendo ist auf der diesjährigen CES und es gibt hier neue Gameboy-Farben. Der Virtual Boy ist da. Schaut's euch an, Freunde. Und hier, guck mal, neue FX-Power für Super Nintendo mit Starving 2 ist angekündigt. Das haben wir doch, wenn ich mich jetzt gerade nicht ganz täusche, zum ersten Mal auf dem Super Nintendo Mini spielen dürfen, offiziell, ne? Genau, das kam dann nämlich gar nicht mehr raus. Tja, aber hier wurde schon mal drüber gesprochen, immerhin. Wir wussten davon. 53, 54, so, hier das Special, die Gameboys werden gezeigt, ne? 6 Gameboys für ein Halleluja. Sie beschreiben wieder die Vorteile der verschiedenen Farben, ne? Okay, das gucken wir uns gerade mal im Detail an. Was schreiben sie denn hier? Nun könnt ihr euch die Zeit während langweiliger Autobahnfahrten, ne? So, seid ihr beispielsweise bei der Feuerwehr, sei euch der rote Gameboy empfohlen. Der grüne Gameboy eignet sich hervorragend für Naturfreunde, die auch während ihrer Arbeit im Büro nicht auf das Grün der Wälder verzichten möchten. Für Leute, die gerne und oft ihre Sachen verlegen, ist der gelbe Gameboy hervorragend. Geeignet durch seine leuchtende Farbe nämlich, lässt er sich leicht wiederfinden. Auch bei Postangestellten dürfte dieses Modell sehr beliebt sein, ne? Der gelbe. Der schwarze Gameboy ist mehr für die konservativen Manager-Typen unter euch. Passt er doch exzellent zum gleichfarbigen Nadelstreifenanzug. Genau so sind die Manager rumgelaufen. Genauso beliebt ist dieses Modell jedoch auch bei Freunden düsterer Musiklänge. Genau, und was haben wir hier noch? Bleibt noch der weiße Gameboy, ist für Saubermänner empfohlen und optimal für jedes Badezimmer. Schön. Fehlt nur noch der transparente. Mit diesem Modell habt ihr immer den Durchblick, ihr könnt den Gameboy nun durchschauen. So, und jetzt aufgrund dieser Beschreibung könnt ihr euch für eine Farbe hier entscheiden. Ich würde sie alle nehmen auf jeden Fall, ne? So wie sie hier abgebildet sind. Genau, hier kann man sie auch noch gewinnen gleich. Großartig. Club Nintendo, Stichwort Tetris, Dr. Mario. Genau. Prima. 55, 56. Hier haben wir nochmal Wario Blast. Hey Bomberman, das Ding an deinem Helm soll wohl die Überreste deines Gehirns zusammenhalten. Hehehe, du langweilst Mario, nimm erst einmal die Kartoffel aus dem Gesicht, bevor wir uns weiter unterhalten. Hier, ich schenke dir etwas. So, Bombenstimmung bei den beiden, die können sich wohl nicht so ganz leiden. Bomben-Items. Okay, das wird bombig. Und was haben wir denn hier? Die Bosse. Hatten wir die nicht schon mal in der letzten Ausgabe vielleicht? Irgendwie sagt mir das hier gerade was. Die Amok-Tasse, ja, da war was. Ne? Genau. So, hier sind wir jetzt bei Seite 60. Das Special, Grafikpracht und Super Game Boy Rahmen. Ne? Space Invaders, Donkey Kong und auch hier Wario Blast haben wohl eigene schöne Hintergrundbilder auf dem Super Game Boy, ne? Damit es auf dem Röhrenfernseher noch schöner aussieht. Tolle Sache, hat man hier auch schön beworben. Und da haben wir einen affenstarken Donkey Kong Country Comic. Wer lesen will, ne? Ihr wisst ja, kurz pausieren. Und ich halte das hier so ein bisschen, ne? Ist wieder so ein Schimmer drauf, so kann man es besser lesen. Wir gehen auf die nächste Seite. Ja, und dann Fortsetzung folgt. Hier sind wir bei den Charts. Was wird denn überhaupt gespielt? 95. Zelda, Link to the Past ist da ganz oft vertreten. Link's Awakening. Ja, und Donkey Kong Country bei den Lesern, ne? Ganz oben mit dabei. Hier haben wir wieder eine Mitarbeiterin. Die Sonja ist hier mit am Start. 21 Jahre jung, arbeitet jetzt bei Nintendo. So, und dann haben wir hier schon Mega Man 5. Ist das von der Seite? Passt das? 67? Ja, passt. Ja, ich bin ein bisschen skeptisch, ne? Ihr merkt es.
Mega Man 5 fürs NES, ne? Mega Man, ich habe so eigentlich damals nur Teil 2 für den Gameboy gespielt, bin da nicht so drin in der Reihe, kann ich nicht so viel zu sagen, außer dass ich natürlich weiß, dass es sehr anspruchsvoll ist und viele Fans hat. Ja, aber mit Mega Man bin ich persönlich nie so ganz warm geworden. Aber klar, sind sehr gute Spiele. Und ich mag auch die Designs der Bosse. So, was haben wir denn hier oben? Hoffentlich kommt Mega Man bald, um mich zu befreien. Ich muss ihn unbedingt warnen. Hinter Proto Man steckt wieder einmal Dr. Wily, der einen wirklich fiesen Plan ausgeheckt hat. Ja. Mega Mans neue Fähigkeiten. Und auch hier wieder neue Bosse. Ja, sehen ganz gut aus. Wobei mir jetzt so der ein oder andere aus den älteren Teilen besser gefallen hat. Aber gut, Geschmäcker sind verschieden. Ne? So, 74. Oh, wir sind hier schon beim Ende angekommen. Da hat jemand gerätselt damals. Da ist schon ausgefüllt. So, was haben wir denn hier? Noch schöne Gameboy-Werbung. Bist du nackt? Nein, transparent. Wie heißt es? Jetzt heißt es Farbe bekennen. Du hast die Wahl. Genau, die hatten ja auch eigene Namen, ne? Guck gerade mal hier, das können wir uns doch mal umdrehen. Die Gameboys hatten ja Namen. Banana Jim, Hip Boy, Black Jack, White Magic, Red Sora und Doc Frog. Sehr schön. Die Gameboy Special Edition. Ja, würde ich alle nehmen. Hatte damals aber nur den grünen tatsächlich. Den grünen Gameboy wollte ich haben. So, und hier haben wir Wario's Woods nochmal richtig schön Werbung, ne? Hier als NES-Version, hier als Super Nintendo-Version. Ja, sehr schön, ne? Wario mit dem treuesten aller Blicke. Und wir sind durch, Freunde. Ne? Das war die Ausgabe 2. März 1995. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und freut euch auf ja, die nächste Club Nintendo-Ausgabe. Die kommt bestimmt auch bald. Seid gespannt. Bis dahin, habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Auf Wiedersehen. Tschüssi.